wenn du dir so das Fernsehen anguckst, liebt Deutschland Kochshows. Ich kann ja nicht so gut kochen. Ich auch nicht. Also, wir haben Leute gefragt, was sind typisch grüne Klischees? Was machen Grüne eurer Meinung nach? Und eine Antwort war, wir singen Smoothies mixen. Den Masterplan, Ricarda? Obst reinwerfen und dann so viel verschiedenes Zeug vielleicht reinzumischen, dass man den Wirsing nicht mehr schmeckt. Würde ich sagen, wir fangen einfach mal an und Mut zum Wirsing, würde ich mal sagen. Ja. Oh, das ist vielleicht etwas überdimensioniert. Zum Fleischermesser die Banane bearbeitet. Ja, das ist jetzt hier die Dosierungs-Challenge auch. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall. Wie viel Banane braucht man auf ein Blatt? Das ich bin übrigens auch. Warum mache ich das eigentlich einzeln? Ich kann das doch übereinander legen. Ich trottel, ey. Das ist ja unfassbar. Danke für den Tipp. Sollen wir uns eigentlich so, so Punkte geben? Oder Schulnoten? Oder in was bewerten wir denn unsere Smoothies? Oh ja, Schulnoten, das hatte ich schon lange nicht mehr. Und Schulnoten? Wirsing ist ein grünes Klischee, weil ist auch grün. Ist doch ganz logisch. Mann. Naja, also ich meine, so Smoothie mit Frucht kann ja jeder. Und so die Sachen, von denen man im ersten Moment denkt, das kann ja gar nichts werden. Also nicht, dass das jetzt sich auf die Grünen allgemein bezieht. Wir sind wieder, Wirsing, völlig unterschätzt, ein unterschätztes Gemüse. Der Landesverband von der Grünen Jugend war mal bei uns, bei irgendeinem Wahlkampf, ich habe es vergessen. Und die haben. Und dann haben die Wirsing-Smoothie gemacht. Ja, das war denen ihr Angebot. Sie kommen und machen Wirsing-Smoothies und verteilen das an Menschen, an Passanten. Und okay, damit die auch ja nicht die Grünen wählen, oder was? Dann nicht so ganz genau, ob das dem Wahlkampf zuträglich ist oder nicht. Okay. Vielleicht hätten wir noch ein kleines Küchenmesser mitnehmen sollen. Was ist das für ein Schwert eigentlich? Das ist ja unfassbar. Ich bin noch nicht mal sicher, ob ich überhaupt jemals Smoothies gemacht habe. Ich habe sicherlich schon einige getrunken, darunter auch ein paar exotischere. Ich glaube, irgendwo, was ist das? Mit Brennnessel oder so? Weiß nicht genau. Aber ich habe mir das meistens servieren lassen. Ich habe noch nie Wirsing-Smoothies gemacht. Oh, ich versuche jetzt mal wie so ein Koch. Oh Gott, schneide bloß mir die Finger. Ich krieg's du machst es eh noch im Mixer, ne? Ja, aber ich will keine Brocken. Wusstest du, dass man Kiwis nicht schälen muss? Ja, aber ich will das trotzdem nicht da drin haben. Das ist, tut voll weh. Ich weiß, dass man das nicht muss. Ich habe auch schon Kiwischale gegessen. Sehr gut. Sehr vorbildlich. Oh scheiße, ich muss Ingwer schälen. Der Wissing ist noch gar nicht drin. Also was mich angepisst hat, was, oder sagen wir es anders, sagen wir es jugendfrei, was mich genervt hat vorhin, nee, angepisst ist eigentlich das richtigere Wort dafür, war, ich wollte voll gerne Heidelbeeren reinmachen. Mhm. Wenn es jetzt auch keine Heidelbeersaison eigentlich, aber es gibt Heidelbeeren nur in Plastikverpackung. Ja gut, da gibt es ja sowieso lauter Absurditäten. Dann stellt man sich immer die Frage, nehme ich jetzt die Bio-Gurke in Plastik aus Spanien oder die konventionelle Gurke in ohne Plastik aus den Niederlanden? Und irgendwann, ja, ich finde das sehr schwierig. Also ich versuche schon, aber wenn man dann sowieso eigentlich nicht genau weiß, was jetzt das Beste ist und wie man sich da verhalten soll und welches Böse sozusagen schlechter ist als das andere, ja, dann wird es oft sehr anstrengend. Ja, ich mach jetzt mal kurz schon nervig. Ne? Ja.
Ich glaube aber, das ist auch schon so ein Trend. Also ich glaube, dass viele Leute da mittlerweile drauf achten oder es versuchen zumindest irgendwie. Es ist halt schwierig, ne? Weil du oft auch gar keine klare Kennzeichnung hast, was jetzt dein Produkt irgendwie kann. Bei vielen Dingen, die jetzt nicht Obst und Gemüse sind, unter Umständen auch gar nicht weiß, wo es herkommt. Ja. Besser, aber noch nicht gut. Okay, es beginnt. Sieht aus wie der Vielsafttrank, ey. Unfassbar. Hast du auch ein Haar von dir reingemacht? Guten. Kann ich das trinken ohne Löffel eigentlich? Krieg ich vielleicht den Löffel dazu? Danke. Ich löffel dann mal los. Trinken wir das jetzt hier draußen? Ja. Okay. Guten. Prost. Prost. Warte. Voll geil. Also ist nicht schlecht. Ist aber auch ganz gut. Es schmeckt ein bisschen nach Paprika. Warum ist deiner so flüssig? Ja, das ist gekonnt, ist gekonnt. Also. Ja. Ja, wer hat jetzt gewonnen? Ich finde, die sind beide ein bisschen anders, aber es war halt beides Wirsing, nicht? Ich glaube, ich muss dir eine 1 geben. Endes geheim machen soll. Ja, jetzt bist du under pressure. Jetzt bin ich total under pressure, ja. Mhm. Also ich habe im ersten Probieren habe ich schon noch so ein bisschen diese Paprikanote gehabt. Aber jetzt ist die eigentlich auch weg. Also eigentlich, das ist jetzt irgendwie langweilig, aber ich gebe dir auch eine 1. Geil. Cheers. Wow. Mega lecker. Das ist echt lecker.